Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Ihr seht es mittlerweile. Ihr seht's bei Scoom. Spieler beobachtet, Leute. Da vorne fährt der die gute alte Chicho. Chicho. Scheiß Filter weg mit dir. Chicho, wir wissen jetzt ja, dass du das bist. Ja, Leute, was gibt's Neues? Jo, ich hab meinen Rechner schon wieder platt gemacht. Wohl Langeweile. Nee, ich will immer, dass es optimal funktioniert. Und wenn irgendein Programm dann irgendwie nicht funktioniert oder keine Ahnung, wie ich das erklären soll, Leute. Jedenfalls habe ich jetzt nochmal neu installiert und ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen alles noch geschmeidiger funktioniert und ihr auch alle Sounds hört. Wenn euch irgendwas auffällt, ne, dann gleich Bescheid sagen. Ihr seht es mittlerweile. Sieb's, ja. Die Synchronisation funktioniert auch. Da ist Shisho, der heizt sie direkt durch. Und der Nikolaus, die kommen wir bestimmt auch noch. Brettert da unten gerade im Chat rein, Leute. Kann mir jemand sagen, warum mein gebautes Rotes geworden ist und ich fertigstellen lässt? Ja, weil da ein Stock drin liegt oder so, die Schlinge. Ja, das ist der Handelsposten. Mal kurz abscannen, ob Shisho. Ja, Bidigiripal Petra ist da hinten noch. Shisho ist gar nicht alleine. Hier ist jemand. Kundschaft, Shisho. Shisho. Deswegen ist er wahrscheinlich da. 4-7 liegt wahrscheinlich was im Weg. Richtig, original. Ja, es sind immer wieder neue Spieler da. Wir haben ja, wie gesagt, wenn ich hier die Karte aufmache, Leute, ihr seht es mir Leute selbst. Unten hier, diesen lila Bereich, das ist die Scoom-Schule, da könnt ihr euch melden. Aber ihr könnt natürlich auch so die Spieler fragen halten. Ihr braucht nicht immer zum Admin latschen oder sowas. Ihr könnt wirklich auch mal die anderen Spieler fragen, die helfen euch ja genauso, ne? Ansonsten, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt und einfach hier an der Hand genommen werden wollt, das ist halt dieser lila Kreis da unten, das ist die Scoom-Schule, die sind halt Leute, die sich bereit erklärt haben, die Spieler so an die Hand zu nehmen und dann, ne? Die Grundlagen so beizubringen, damit eben das Steuern und alles funktioniert. Ne? Wie macht man Feuer, wie öffnet man eine Dose und was hast du nicht gesehen, ne? Ja, die grünen Bereiche, das ist, wie gesagt, unsere PvE-Zonen. Also hier kann man weder sprengen, noch irgendwie einbrechen. Du kannst da auch nicht irgendwie Spieler abschießen oder sowas, ne? Also die Leute, die darauf keinen Bock haben auf andere Spieler, ne? Die ziehen sich dann so in der Form halt in den grünen Quadranten hier zurück. Eventborg, das muss ich immer wegmachen hier. Da war ein Event. Hier rechts der rote Kreis, hier der, den mache ich auch weg. Da ist eine Treppe nach oben über die Mauer rüber zum Tag der deutschen Einheit. Ne? Die Mauer überwunden werden, sozusagen symbolischer Akt. Ne? Und hier oben, ja, dieser. Oh, ich höre dich schon wieder reden, Alter. Wir haben die gleiche Funkfrequenz, Leute. Wollen wir hören oder was? Ja, guck mal nach. Weil ich habe gerade mal in der App geguckt, irgendwie, dass ihr auch Bolzen verkauft für 100. Also wenn ihr Bolzen da habt, dann würde ich 8 Packen nehmen. Bolzen. Bolzen. Ja, hier wird harsch gehandelt. So. So, hier sind wir aus der Funkfrequenz raus. Ihr seht, dass der Händler. Leute, ich mache nochmal die Karte auf für alle, die hier noch nie waren. Ne? Hier bin ich gerade mit der Drohne unterwegs. Ich filme hier auf dem Server immer die Spielerchen, was sie so treiben und mache dann ein Video pro Tag immer auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist auch eine blaue Markierung, so ein blauer kleiner Kreis. Das ist dieser Händler, wo wir uns gerade befinden, liebe Leute. Und ja, wenn ihr da irgendwie ganzes Zeug gesammelt habt und so, könnt ihr dann das da eintauschen gegen Scoom-Dollar. Und von Scoom-Dollar könnt ihr euch zum Beispiel irgendwas Neues halt kaufen. Die Preise gibt es bei uns in Discord, aber auch natürlich auch in unserer App. Wir haben eine eigene App hier. LP Together heißt, die kennt ihr, glaube ich, hoffentlich mittlerweile. Wenn noch nicht, dann müsst ihr das mal gucken. Gibt es für Android oder für Apple. Und dann, ja, haben wir noch den roten Kreis, glaube ich. Den habe ich noch nicht erzählt, ne? Das ist hier der orange große Kreis, ist die Warnung. Wenn du da dann reinkommst, kriegst du oben rechts eine Warnung. Halt, Achtung, gefährliches Gebiet. Weil hier in der Mitte, in der Stadt, dieser rote Kreis, da gibt es quasi eigentlich so gut wie gar keine Regeln, ne? Also die gesetzlose Stadt ist das hier. Da kannst du die Leute total blank machen, alles wegnehmen und hast du nicht gesehen. Da kannst du total die Sau rauslassen. Das ist so eine Art die Killzone hier für Leute, die halt extrem, ne, sich zerfetzen, gegenseitig zerfetzen wollen oder sowas halt, ne? Ihr seht, wir haben für alle Bereiche tatsächlich, ja, was geschaffen hier sozusagen, ne? Und Scoom entwickelt sich weiter. Ich bin gespannt, was hier noch alles so kommt. Was hier noch alles so kreucht und fleucht. Und hier wird immer noch hart gehandelt. Oder wo sind sie jetzt, die Schlingels? Ich will mal einen Scanner anmachen. Wie die Grepa. Schmeiß das Moped an. Man.
Ja, unsere lieben Mofas, Leute, werden bald erweitert, dann kriegen wir richtige Chopper-Motorräder hier bei Scoom, Alter. Ich hoffe mal, die gehen da richtig ab, so richtig geilen, so wie man ihn halt kennt, ne, diese tiefbrummigen Dinger da, Harley Davidson, sowas da, irgendwie sowas, ne, keine Ahnung. Guck an, jo, das haben wir beim Fuß gefahren. Ja, hier ist das Event. Event, da muss ich den Kreis nochmal wegnehmen. Auf jeden Fall war das geil. Schade für die Leute, die wirklich nicht da waren, weil jeder, der dabei war, der kann das sicherlich bezeugen, dass das echt Bock gebracht hat. Aber auch das letzte Event, was wir gemacht hatten, das war ja oben beim großen Flugbahnhof, ne? Wo das eine Team, ja, den Auftrag hatte halt zu sprengen, innerhalb des der Bunkeranlage so bestimmte Ziele zu sprengen. Und das andere Team war halt im Bunker drin und musste das verhindern halt. Das war richtig geil. War schon lustig. So, also hier sind wir natürlich bei unseren Banditen. Petra baut weiter. Jetzt benutzen wir gerade dieses Schleusensystem, ihr seht selber. Das ist einfach nur, wenn jetzt einer angreifen tut oder sowas, ne? Dann kann er immer noch nicht bei uns in eine Festung reinlatschen, weißt du? Deswegen macht ihr hier so ein Schleusensystem. Ich zeige euch das mal hier. Ich habe da gar kein Problem mit, das zu zeigen. Ihr seht es ja auch immer, wenn ich im Livestream abends über Twitch bin oder... Mittlerweile bin ich auch nachmittags meist live, je nachdem. Im Moment habe ich voll Bock auf Twitch, immer macht irgendwie süchtig. Aber ich musste auch immer ganz viel für YouTube tun, sonst ich darf das hier auch nicht so vernachlässigen. Sonst gehen meine Klicks hier im Keller und das mag ich nicht. Und ich habe ja auch im Moment über 10 Mitglieder, glaube ich, weniger. Da guckt nochmal auf eure Mitgliedschaften, ob ihr nicht euch doch nochmal aufraffen wollt, hier unser Projekt zu unterstützen, Leute. Denn ich brauche hier wirklich immer jeden Cent, den ich reinvestieren kann in Server und so weiter und so fort. Und dann macht das auch Spaß. Ja. Gut. So viel zu diesem Schleusensystem. Ansonsten, ja, ihr seht selber, wir sind hier ganz bescheiden, so, ne? Unsere Burg hier, ihr kennt selber, hier bin ich oft. Wir gucken einfach mal weiter, was hier noch so abgeht zu, ja, was haben wir eigentlich? 14.30 Uhr. Es ist schon wieder hier Kaffee- und Kuchenzeit so langsam. Ne? Wobei ich gerade fertig bin mit Mitarbeit. Ich habe schon wieder ein bisschen spät gegessen, weil ich so lange gepennt habe, in Anführungsstrichen. Gelegen haben. Man kommt zu spät immer manchmal. Also heute bin ich wirklich spät dran mit allem. Einfach nur Gemüse. Schwedisches Gemüse heißt das, ne? In der Pfanne so. Richtig geil so. Und dann Kartoffeln dazu. Passt schon. Mehr brauche ich gar nicht, Alter. Richtig lecker, voll geil, Mann. Jo. Da schreibt schon einer in der App. Und wir gucken mal weiter. Freunde, wir sind bei Big Bang Manu gelandet, der total kaputt ist, Leute. Bist du gerade geraten, mein Junge? Bokosch ist auch mit der Grund. Oh, wir sind hier irgendwie bei so einem Geschützturm. Das ist gleich PvE-Zone hier, aber da hinten sind auch ganz viele Häuserlis. Und hier ist ein fettes Boot. Na, wollt ihr auf Tour, ihr kleinen Schlingels? Pass mal auf hier, guck mal, wie fett der ist, Alter. Sinkt voll hier. Aber sieht ja gar nicht so dick aus, ne? Ist ein Sie, Leute. Genau, setz dich schön in der Mitte, ne? Also sehr wackeliges Boot, Leute, ihr seht es selbst. Aber wer ist das? Manu ist vorne. Manuline. Okosch gibt Gas. Ja, aber Okosch war auch lustig, ne? Er kriegt hier als Gewinner die fette Burg in der Killzone, ne? Und gleichzeitig zieht er ins PvE-Gebiet. Das passt ja auch gar nicht, ne? Aber bei uns auf dem Server ist fast nichts unmöglich, Leute. Wir haben hier wirklich die meisten Möglichkeiten. Das werdet ihr dann gewahr, wenn ihr hier drauf kommt und spielt. Ja? Wir haben größtenteils PvP bei uns auf dem Server, was aber gedeckelt ist durch die Fairplay-Regelung. Und die ist ganz wenig, ist gar nicht viel. Da braucht ihr gar nicht, hier ein Diktat irgendwie auswendig zu lernen oder sowas. Bei unseren Regeln, die sind echt human. Wenn man da einmal rüberguckt, dann ist das selbstverständlich. Ne? Ansonsten fragt einfach die anderen Spieler. Und dann passt das schon. Da passt das schon, gell? Okay, die beiden fahren da vorne zu dieser PvE-Insel und bauen da wahrscheinlich alsbald hier weiter oder sowas. Ja, man erkennt die PvE-Welten immer daran, dass die Häuser, die stehen da einfach. Die haben keine Mauern oder sowas, ne? Und das ist halt alles, ja. Fette Base, Junge, in der Base. Ja, weil kein normaler in der PvP-Zone würde ja so irgendwie bauen hier, ohne Mauern dann, weißt du. Piolo 25 sagt, moin. Auch neu, ne? Habe ich auch noch nicht gesehen, den Namen. Ja, die See ist ganz cool. Ein bisschen rauer wie sonst. Ne? Das liegt aber an den Unwetter da drüben. Das kommt ein bisschen Wind auf.
Aber meines Erachtens, ja, hätten die das ruhig noch mal ein bisschen mehr Power machen können hier, ne? Das war ja zu Anfang tatsächlich so. Das schwappte richtig aufs Land raus, das Wasser. So hoch waren die Wellen hier zu Anfang. Und das fand ich schon richtig geil, Alter. Das sah richtig cool aus, Mann. Da haben selbst die Roboter teilweise nasse Füße gekriegt, Leute. War lustig. Ja, deswegen haben sie das wahrscheinlich ein bisschen korrigiert, Alter. Weil das kam sonst immer voll aufs Land. Ist da ein Bambi da hinten? Nee, eine Fahne, ne? Ja, das ist eine Fahne da rechts. Das sah aus wie so ein orangenen Bambi. Immer Richtung Unwetter fahren, Freunde. Ihr seht selbst. Oh mein Gott. Mal gucken, wie tief das Wasser hier ist. Hoch. Oder umfahren sie. Ein Viehzeug ist hier. Oh, das sieht aber noch ziemlich leer aus, ne? Ah, wenn man hier weiter am Grund ist, sieht man ein bisschen was hier. Den Morast. Und normalerweise sieht man auch ein paar Füchchen. Alle ausgerottet hier, wa? Erst kommen, weil die so viel geangelt haben, wahrscheinlich. Ist das da? Maulwurfshügel oder was? Sieht lustig aus. Da müssen Knallpump-Bankfische rauskommen, wa? Die von Subnautica, die da explodieren, kennt ihr die? Lul. Ja, ihr seht selber. Ganz geschillt heute. Auf unserem Server, Leute. Die einen bauen, die anderen fahren Boot. Zur Kaffeezeit jetzt so alsbald 15 Uhr, Leute. Früher habe ich auch mal ein Stück Buchweizen-Torte gegessen. Das war immer lecker. Mhm. Aber, liebe, heute haben wir 20 Kilo zu viel drauf. Und da ist das natürlich unangebracht. Oh, hier ist ein großer Hafen. Gucken wir. Fette Haus, Junge. Hier dicke, dicke Bootsanlage. Hier, guck mal. Jo, gut gepackt, Alter. Ist doch geil, ne? Ja, das sind unsere PvE-Spieler. Die bauen richtige Häfen und solche Anlagen, wo du da mit dem Boot voll reinbrettern kannst und sowas, ne? Tante Hedewig ja genauso. Wo ist sie überhaupt? Habe ich lange nicht gesehen, glaube ich. Tante Hedewig hat auch mal sehr gut gebaut mit ihren Jungs und Mädels da. Jo. Ein Auto haben wir, ein Moped haben wir. Alle zufrieden hier. Brauchen wir nur noch jetzt ein bisschen mehr Gegner, ne? Ist so. Brauchen wir echt noch ein bisschen mehr Gegner hier, was kommt. Damit da mal ein bisschen was kommt hier. Ich sag ja, so ein Krokodil jetzt da hinten irgendwie so, das wäre doch zum Beispiel geil, ne? Überhaupt so die Sektoren, ne? Dass du halt in verschiedenen Sektoren, also Biomen sozusagen, auch andere Gegner findest. Das wäre geil. Im Moment ist es bei Skum so, dass du auf der ganzen Welt immer nur einen und denselben Gegnertyp findest, ne? Das sind die Roboter, das sind die Zombies und die Spieler halt. Das war's im Moment, ne? Das ist nicht viel, Leute. Deswegen sage ich ja, die sollten das wirklich so machen, sich so. Im Eisland gibt es Eismonster, besondere, ne? Oder Eiszombies, scheißegal, wie die das nennen, aber die müssen anders sein. Und die findest du aber nicht in der südlichen Welt jetzt hier, ne? In dieser Karibik, hier, wo wir jetzt gerade irgendwie sind. Hier ist unten ist ja irgendwie im Süden hier. Da ist immer sehr warm. Die müssen andere Monster sein, so, ne? So, keine Ahnung, Flamingos. Oder so. Mit Rasierklingenzähnen oder sowas, was weiß ich. Freunde, wir sind bei Wett gelandet. Wett. Der ist auch PvE. Also PvE-Spieler sind aber ganz schön hier. Ganz schön zugange hier, wa? Oh, sorry, dachte PvE. Ja. Wo sind unsere PvPler? Hm? Wo hängt ihr alle, ha? Stiefel hier voll mit weichen Schmodder. Ich muss mir die Füße wieder waschen. Mal guck mal. Geil. Ein Handy. Nicht ein Handy. Da müsste jetzt meine LP Together App oder sowas drauf zu sehen sein. Ja, Lul. Und er rennt hier raus. Wohin geht er? In das Haus. Bitte frei. Plus Garage. Guck mal, hier war ich ja letztens auch gerade zu Gange, ne? Will er denn da jetzt einziehen, der Wett? Wo ist er? Scheint so, wa? Er richtet sich hier schon ein, guck mal. So macht man seine Butze. Stöcker liegen da, da liegen Bretter. Ja, wenn der andere Spieler auszieht, ne? Woanders entziehen und so. Warum nicht? Einfach ein Schild vorbrettern. Die Bude ist frei. Schreibt das im Chat rein, Alter. Dann freuen sich bestimmt auch gerade die neuen Spieler. Dann brauchen sie nicht so viel mal hoch, ne?
Ist schon cool. Kann man irgendwo die Regeln na nachlesen? Besser ist, sonst gibt's den Stock. Sonst gibt's die Kralle hier, Leute. Oh, wenn ihr die Regeln nicht nachlest, Leute. Ihr seht's selber. Und die Kralle kann auch anders. www.lp-spiele.de. Sehr gut, Petra. Oder im Discord. Oder in der App. Alles zusammen. Auf lp-spiele.de findet ihr eh alles. Die App, die Server-Einstellung, alles Mögliche halt, ne? Discord. Ja, also so, da muss man sich auch mal ein bisschen selber loben. Ne? Ich meine, ich bin ja wirklich einer der kleinsten YouTuber und Streamer. Ich bin ja so spät angefangen damit, dass das halt immer. Ja, je später du anfängst und keine Kumpels hast, die dich pushen und im Rahmen des Legalen bleibst, ist es sehr, sehr mega schwer, auf YouTube noch was zu werden, Leute, also größer zu werden. Oder auf Twitch ist das Gleiche halt, ne? Und dafür habe ich schon ganz schön viel geschafft, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, eine eigene App, das haben, hat der Wert das schon, ne? Aber jetzt weiß ich auch mittlerweile, warum das keiner hat. Kostet teuer, Leute, das kostet teuer. Und? Aber die Erfahrung ist immer wichtig für mich. Ich möchte sagen, ich habe das mal wenigstens gehabt oder wie auch immer, ne? Und halt, ja, eigene Webseite sowieso. Und letztendlich alles selber gemacht, Alter, ne? Keine Leute da irgendwie, die irgendwie alles gemacht haben oder so, immer alles selber gemacht. Ihr seht es mittlerweile selbst. Oder halt mein Banditenshop. www.banditenshop.de ist auch unser Shop hier. Ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Wo bist du denn? Wetti Wetti glaube, hier oben ist eigentlich nie einer, oder? Aber ist das hier doch genial zum Hinpacken und zum Snipern und sowas, ne? Aber wir sind in PvE-Zone, Leute. Hier kann man nicht auf Spieler schießen. Aber das Gebäude gibt es auch woanders. Zum Beispiel in der Fabrik, ne? Das ist das kopierte Gebäude von der Fabrik, Leute. Ihr seht es selber. Ich kann den Entwicklern nur raten, nicht zu viel Gebäude zu kopieren. Die Spieler sind nicht doof. Die merken das irgendwann, dass das alles das gleiche und selbe hier ist. Und dann ist das demotivierend, ne? Aber liebe Leute, wir haben auch gelernt, dass ganze Orte können verschwinden. Und sich, also die Welt kann komplett immer wieder überarbeitet werden, ne? Und das ist auch gut so. Früher gab es drei Safe Zones, die waren fest vom Spiel, ne? Mittlerweile gibt es sie gar nicht mehr. Die sind ja irgendwie alle abgeschafft worden oder so. Eine wurde abgeschafft, jetzt wurde die, glaube ich, wieder im Eisland, die eine da, die wurde jetzt wieder reaktiviert oder sowas, aber das ist auch Hickhack. Für uns als Spieler ist das blöd, ne? Da ist die Safe Zone verschwunden. Ich sag, ja, die haben die Entwickler rausgenommen. Ihr müsst umziehen, Alter. Und eine Woche später oder sowas haben sie das wieder reingepatcht, glaube ich, ne? Also das ist immer so ein Hickhack. Das ist halt, weil das Spiel Early Access ist, Alter. Da können wir Admins auch nicht immer was für, wisst ihr? Wir versuchen das nur zu regeln, dass ihr euch nicht an eine Gurgel geht, zumindest in Real Life halt, ne? Wir wollen ja hier ein Spiel spielen und Freude dran haben und nicht. Dass es ausartet, obwohl das Goom ja halt wirklich ein Spiel ist, was auf Emotionen basiert, ne? Das merkt man auch, wenn das Auto mal wieder durch die Karte fällt, Alter. Ist ja auch ein Rotz, Mann. Da sammelst du 4 Stunden und dann fährst du und das Auto fällt auf einmal durch die Karte durch und alles, hast alles verloren. Alter, das kann so demotiviert sein. Wenn euch das passiert, wie gesagt, wir wissen das ja, ne? Wir sehen ja auch, wir durchleben ja die ganzen Bugs mit euch zusammen. Dann schreibt hier ein Ticket bei uns in Discord, könnt ihr ein Ticket schreiben. Und wenn dann Admin da Zeit hat, Ziggy oder Cracky zum Beispiel, ja, die gönnen euch dann auch ein bisschen was, ne? Weil im Grunde genommen seid ihr wichtig, ihr Spieler seid wichtig und nicht irgendwelche Items oder sowas. Deswegen habe ich auch nie Probleme, irgendwie Leuten Autos zu geben oder was auch immer. Das mache ich ganz gerne, ich gebe denen auch mal immer so ein bisschen was. Im Livestream zum Beispiel, das sind meine Zuschauer, dafür, dass sie dann zuschauen und mich unterstützen auf Twitch, gönne ich denen gerne mal was, ne? Wenn wir auch eine Party machen, letztes Mal eine Strandparty. Die haben dann auch Mofas gekriegt, Fahrräder, Autos und so weiter und so fort. Was zu essen, saufen, alles halt, ne? Es lohnt sich immer, zu den Partys zu kommen, beziehungsweise zu den Events oder halt einfach mal im Livestream zu sein und dadurch auch zu supporten. Das hat mit Geld gar nichts zu tun. Nur, dass ihr da seid, das ist schon das Wichtigste überhaupt, ne? Ist wirklich so, Leute. Ihr seht es mittlerweile selbst, dass er hier immer noch am Looten ist, der Schlingel, wa? Oh, guckt ihr mal die Flasche an der Pistole. Das sieht ja auch aus, wa? Made it by Scoom. Made by Scoom. Oh mein Gott. Ein Friese. Er sagt, er zieht dir das Gesicht zwischen die Ohren weg. Jetzt mal kurz so übersetzt. Ins Sachliche. Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder. Oder im Livestream und dann. Bis dann.